This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute. In dem Video wollte ich noch mal ein bisschen näher auf Sport, Muskelaufbau eingehen. Und zwar hatte ich ja das letzte Mal schon ein Video drüber gemacht, über ja, Muskelaufbau mit Rohkost, Kraftaufbau vor allem. Und ich wollte hier nochmal zwei, drei Punkte anbringen und auch nochmal kurz ein paar Fragen beantworten. Und zwar erstens mal wollte ich erstmal noch erzählen, dass Muskeln sich dann, wenn der Körper sauberer ist und wenn er nicht gerade in der Entgiftungsphase ist, sehr schnell und sehr viel schneller als sonst aufbauen. Also ich habe das auch selbst getestet, beziehungsweise an mir selbst einfach immer wieder festgestellt. Ich hatte zwischendrin dann Phasen, wo ich mich einfach weniger bewegt habe, weil da gerade Entgiftungsprozesse stattgefunden haben. Und da braucht der Körper auch mal Ruhe, damit er einfach heilen kann. Da wird die Energie in die Heilung gesteckt. Und deswegen kann nicht so viel Energie in Bewegung gesteckt werden. Da möchte der Körper einfach ruhen, um die Gifte auszuscheiden, um sich da völlig drauf zu konzentrieren. Also der Körper weiß nichts vom Wettkampf. Der Körper, dem ist es egal, ob du gerade irgendwie in Saison bist und jetzt ist das Ziel so und so viel. Kilometer zu laufen in einer Stunde. Und davon weiß dein Körper nichts. Dein Körper weiß nichts von irgendwelchen Zielen. Dein Körper merkt, hey, er hat gerade eine bessere Ernährung, er hat gerade mehr Energie übrig. Und wenn der Körper jetzt einen Heilungsprozess einleitet, dann ist es auch oft ja, schwer rückgängig zu machen. So, dann kannst du so viel essen, wie du willst teilweise, wenn das eh wieder gesünder ist, als du vorher gegessen hast. Da stoppst du diesen Schub dann auch nicht sehr stark. Und in diesen Phasen, wenn da so viel rauskommt, gerade wenn man irgendwie zu viel Früchte isst, dann ist es halt so, dann löst es alles und dann geht es dir beschissen, dann geht es dir bescheiden, geht es dir nicht so toll, weil dann alles wieder in die Blutbahn kommt. Und dann ist da auch nicht viel mit Höchstleistungen, mit ja, Top-Performance so in den Zeiten. Es liegt aber nur daran, weil der Körper sich reinigt und der nichts von Wettbewerb, Wettkampf und dem Ganzen weiß. Ja, wenn der einfach die Energie und Zeit hat, wenn er heilen kann, dann macht er das auch. Genau. Und da braucht man keine Angst haben, dass man Muskelmasse verliert. Und wenn man mal Kraft verliert, der Körper baut die recht schnell ab, habe ich auch selbst gemerkt. Wenn ich nicht trainiere, dann geht die Kraft relativ schnell wieder runter, so zwei, drei Wochen. Dann geht die schon ziemlich runter. Ist ja auch Quatsch, warum soll der Körper da irgendwie mehr Muskeln mitschleppen, was er gerade nicht braucht an Beanspruchung. Der Körper passt sich an die Beanspruchung an. Und wenn man täglich Gewichte stemmt, dann passt der Körper sich daran an. Dann presst man den Körper halt in Form, dann bringt man ihn in Form. Und ich habe zum Beispiel dann letzten Sommer angefangen, wieder mehr Inliner zu fahren, gerade wenn ich irgendwie im Skatepark bin oder so. Und mehr springen auch mit den Inlinern. So. Grinden, vielleicht kennt ihr das. Da springst du halt dann irgendwie ein paar Mal auf so einen halben Meter Höhe. Und wenn du das irgendwie ein paar hundert Mal machst in einer Stunde, wenn du dann beim Inliner fährst, dann bist du ziemlich schnell platt. Und anfangs habe ich gemerkt, wo ich halt wieder im Sommer damit mehr angefangen habe, ins Skatepark zu gehen, dass die Sprungkraft halt ziemlich weg war. So. Sonst so Sachen, wo ich dann dachte, so hey, springe ich jetzt locker auf die Höhe, bin ich halt immer einfach mal 10 cm niedriger gesprungen, weil die Muskulatur halt ja, abgebaut wurde. Und dann habe ich aber ein, zwei Wochen trainiert. Und nach eineinhalb Wochen war es schon wieder so, dass die Muskulatur sich enorm wieder aufgebaut hatte und ich wieder ja, 20, 30 Zentimeter höher springen konnte und einfach total locker wieder. Also das ist dann auch wieder sehr leicht, ja, zu dem Alten dann wieder zu kommen und es wieder aufzubauen, so wie es vorher war.
also und auch drüber, dann geht viel mehr noch, wenn der Körper dann sauberer ist. Und dann geht es auch richtig schnell. Aber ja, das kommt halt drauf an, wie stark man den Körper entgiftet, wie stark man dann noch trainieren kann, in was für einer Entgiftungsphase eben der Körper gerade steckt. Was für eine Heilkrise, wenn die Heilkrise zu stark ist, dann wird es eben schwer, noch Höchstleistung zu bringen und macht auch keinen Sinn in der Zeit so. Ja, das ist dann nur so ein Ego-Bild, wo man meist dran steckt, oh, jetzt verliere ich mein Aussehen, was denken die Leute dran? Das ist nur eine Wandlung, das ist eine Metamorphose wie beim Schmetterling. Und danach dann, ja, wie die Raupe halt, die sich einpuppt und danach als wunderschöner Schmetterling in die Welt fliegen kann, völlig frei. Genau, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war einfach nur, dass jemand gefragt hatte, hey, ich habe gar keine Energie, wenn ich irgendwie Ernährung umstelle, wie kommt das? Wie kann das sein? Die Frage wollte ich einfach nochmal mit reinnehmen. Das kann halt sein, dass du dich nicht fitter fühlst, wenn du deine Ernährung umgestellt hast, weil entweder die Heilkrise zu stark ist, beziehungsweise die Entgiftung halt, dass zu viel Gifte auf einmal in den Blutkreislauf kommen. Also kann es entweder sein, dass du keine Kraft hast, dass du keine Energie hast, weniger Energie, mehr Schlaf brauchst und dich schlapper fühlst, weil zu viel Gifte in deinen Körper kommen, weil du zu stark umgestellt hast. Dann kann das aber auch daran liegen, dass du nicht genug frische Luft abbekommst, also öffne dein Fenster. Dann kann es an der Bewegung liegen, dass du dich nicht täglich einfach ein bisschen bewegst. Und ja, das kann aus unterschiedlichen Gründen sein, dass du dich schlecht fühlst, obwohl du deine Ernährung umgestellt hast. Das kann eben, wie gesagt, sein, weil dann einfach, weil du es zu stark umgestellt hast, weil zu viel Gifte hochkommen oder weil du es nicht richtig ausleitest, die Gifte. Da kannst du zum Beispiel Trockenbürsten machen, du kannst Saunagänge, das Ausschwitzen, du kannst Basenbäder machen oder Einläufe. Und so die Gifte schneller aus dem Körper rausbekommen wieder. Genau, und dann fühlst du dich auch besser. Oder eben dann noch einen Schritt zurückgehen mit der Ernährung. Ja, wieder einfach nur einen halben Schritt halt wieder zurück, ne? Und dann wird es normal auch besser. So, außer dein Körper ist halt auch gerade ja, in einer größeren Ausscheidungsphase, wie gesagt. Und da kommt es eben auch auf die Altlasten einfach drauf an. So, bei manchen, die stellen ihre Ernährung um, die haben nicht so krasse Altlasten oder haben andere Altlasten, das einfach nicht eine derartige Energie dafür benötigt wird. Also ich meine, kann man gut mit einer Baustelle vergleichen. Bei manchen reicht es, wenn du bei der Straße die oberste Schicht, die Deckschicht einfach nur runternimmst, dann sperrst du eine Spur, kannst die andere offen lassen. Bei dem anderen, da ist das ganze Fundament von der Straße nicht mehr tragfähig, da musst du die ganze Straße mal komplett sperren, da musst du dich mal eine Zeit lang komplett ausruhen. So. Und so ist es einfach sehr individuell, je nach Altlasten, wie man sich dann fühlt. Genau. Jo, das wollte ich nur noch mit reinnehmen. Ansonsten macht's gut. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Sport, Muskelaufbau, Regeneration, dann stellt's einfach unter dem Video. Vielleicht nochmal kurz zur Regeneration. Wie gesagt, die wird einfach viel besser. Du kannst viel mehr Wiederholungen machen. Du kannst, ja, viel schneller, viel mehr, wenn der Körper dann gesäubert ist. Umso reiner der Körper, umso geringer der Widerstand, umso mehr kannst du machen, umso besser bist. Genau. Aber das benötigt halt Reinigungsphasen und der Körper weiß nichts davon, dass du gerade einen Wettkampf machen möchtest. Und das muss man bedenken. Genau. Und auch wenn jemand Angst hat, hat jemand auch drunter geschrieben, dann Gewicht zu verlieren, hat gemeint, oh, ich habe nur ein Kilo Fett verloren und der Rest war Muskelmasse. Also kann vielleicht sein, aber normalerweise baut der Körper Muskeln nicht so viel ab, beziehungsweise selbst wenn er die Muskeln abbaut, dann gehen die danach so schnell wieder drauf. Also da braucht ihr euch keine Sorgen mehr drum machen. So, aber ja, ist halt wie ein Schmetterling. Ne? Man muss halt mal durch eine Wandlungsphase durch. In dieser Wandlungsphase schaut man nicht gut aus, weil dann alles rauskommt. So. Die gute Ernährung bringt erstmal den ganzen Dreck zum Vorschein. Alles, was eingelagert wurde, bringt es dann erstmal ja, zum Vorschein und muss wieder raus. Das ist halt der Punkt, den viele nicht kennen, wissen. Genau.
Ansonsten so viel dazu. Macht's gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.